Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einer wöchentlichen Legung, die zeitlos ist, an der jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte. Wie immer biete ich ein Auswahlorakel an, heute mit 4 Decks. Heute haben wir auch so ein bisschen Halloween-Decks. Heute ist ja der 31. November, 31. Oktober. Aber trotzdem ist es ein zeitloses Reading. Du kannst es machen, wann du möchtest. Und ich hatte auch die Einleitung schon gemacht, hatte mit diesen 3 Decks und dann kam heute aber noch das Halloween-Deck und das werde ich jetzt eben noch dranhängen an das Video. Deswegen haben wir heute 4 Decks und ja, deswegen mache ich jetzt auch nochmal neu die Einleitung. Ja, das Thema passt natürlich auch zum Halloween. Das Thema und auch zu den Decks ist heute, was die Geister dir raten möchten. Ja, oder was die Geister dir raten, was ist geisterhaft in deinem Leben, was du noch nicht wahrnimmst, was ist versteckt, was möchten dir die Geister sagen oder auch andere Wesen, hier sind ja auch andere Wesen in den Decks, was du wissen solltest. Und der 30. Oktober ist ja auch ein Tag, wo eben so die Türen, so die Schleier sich so lüften in die Anderswelt. Da fängt auch so die Zeit an, wo eben alles so ein bisschen offener wird in die Anderswelt und das geht ja dann mit den Rauhnächten noch weiter im Dezember. Also wir haben jetzt auch so eine Zeit, wo man einfach spüriger ist, wo man sich vielleicht auch mal mit seinen Ahnen auch verbinden kann und mit anderen Wesen. Und deswegen passen die Decks jetzt ganz gut. Trotzdem ist es immer noch zeitlos. Das ist das Thema. Wie immer ist es mir natürlich wichtig, dass du intuitiv vorgehst, dass du mit den Karten spielst, dass du ehrlich mit dir bist und sehr selbstverantwortlich mit der Legung umgehst. Das ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Das sollte man immer in der Bewusstheit haben. Du solltest also genau hineinspüren, passt das Thema, was ich hier reinbringe, mit der Legung oder nicht. Wenn es nicht passt, leg die Legung weg. Das ist immer ganz wichtig. Bring halt das rein, was du reinbringen möchtest und hol das raus, was du rausholen kannst. Das ist der Sermon, den ich auch immer sage. Jetzt stelle ich die Decks vor. Wir haben hier den Stapel Nummer 1. Das ist das The Nightmare Before Christmas Tarot. Das ist auch nagelneu. Das ist das, wie heißt das, Albtraum vor Weihnachten Tarot sozusagen. Das lehnt an die Jim Burdens Geschichte an, wer das kennt. Oder es gibt auch einen Disney-Film dazu. Dann haben wir das als Nummer 2, das Santa Muerte Tarot. Also da geht es um den Tod eher. Das ist eigentlich auch der 1. November sozusagen, der Tag des Todes. Bei den Mexikanern wird es dann gefeiert. Oder auch bei den Spaniern, ich weiß es gar nicht. Dann haben wir, ich laber heute aber auch wieder viel, das Geister-Tarot, The Ghost Tarot, die Nummer 3 und die Nummer 4, das nagelneue Halloween-Tarot. 1, 2 oder 3 oder 4, heute haben wir ja 4 Decks, du darfst dich jetzt entscheiden. Ich gebe dir ein paar Sekunden. Und wie immer ist es so, dass ich natürlich auch wieder wahrscheinlich ein Oracle-Deck verwende und oder noch ein zusätzliches Tarot-Deck. Da gucke ich dann einfach, wie die Legung ist. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt an, machen weiter, wie auch immer. So, ihr Lieben vom ersten Stapel, das ist jetzt das The Nightmare Before Christmas Tarot und das hat, ist auch ein Disney-Film. Das hat die Figuren von diesem Disney-Film. Ich weiß jetzt nicht, wie der auf Deutsch heißt. Vielleicht der Albtraum vor Weihnachten, ich weiß es nicht. Ich kenne den Film nicht. Wer ihn aber kennt, der wird da vielleicht einige Figuren wiedererkennen. Und es ist ein ganz witziges Deck. So, dann wollen wir mal gucken, was die Geister dir jetzt zu sagen haben. Was noch geisterhaft vielleicht auch in deinem Feld rumschwirrt und du noch gar nicht so wahrnimmst. Und ja, was eben da ist zu deinem Thema. Welche Möglichkeiten, Hindernisse, welche Tendenzen vielleicht auch, ne? Genau. Die kleben immer noch ein bisschen, die Karten. Ist ein bisschen schwierig, die gerade noch zu ziehen, weil ich habe das Deck noch nicht so lange und wenn die noch nicht so abgenutzt sind, dann kleben die oft noch so ein bisschen durch die Gegend. Ja, und du spürst bitte hinein, ob du hier mit der Legung dann konform gehst, sobald wir anfangen. Sollte das nicht der Fall sein, und du noch nicht mal ein bisschen Input rausholen können, dann leg sie weg. Ja, das ist eine allgemeine Legung. Die kann nicht auf jeden passen. So. Okay, gucken wir mal, was bei dir jetzt, was die Geister dir zu sagen haben. Ich gehe noch mal ein bisschen höher.
Oh, wir haben hier die Spielboxen, die Überraschungsboxen und wir haben hier die zwei der Geschenke, das ist die zwei der Münzen. Und was haben wir hier? Oh, die Empress, die hier ein bisschen gruselig aussieht, die Herrscherin. Und wir haben, oh, der ist so schnuffig, der Page der Geschenke. Also hier möchte was wachsen, hier möchte was in deiner, also hier ist eine Geschichte, du hast eigentlich die Möglichkeit, ja, vielleicht ist dein Thema auch, dass du im Moment noch nicht erkennst, dass was wächst, dass du dich vielleicht auch nicht traust, loszugehen, weil du das, ja, vielleicht, warte mal, ich guck mal weiter. Wir wissen ja noch gar nicht, was hier noch ist. Wir haben die 8 der Potions, des Gifts und wir haben den Chariot, der Nikolausi ist. Und wir haben den Turm hier unten versteckt. Oha! Das ist dann die Überraschungsbox hier, die aufgehen möchte. Wir haben den Pagen der Kerzen. Oh, die Hohepriesterin als Weg. Und als Ergebnis haben wir das Geschenk. Das Ass der Geschenke. Guck mal. Also, bei dir möchte, also das Ass der Münzen ist das. Bei dir möchte, also du hast die Möglichkeit, dass du wirklich im Ergebnis ein großes Geschenk erhältst, dass du was in die materielle Welt weben kannst, dass du, dass eine tolle Möglichkeit auf dich zukommt, eine schöne Veränderung in der materiellen Welt, dass du vielleicht auch irgendwas materialisieren kannst. Vielleicht kommt aber auch irgendwas auf dich zu. Das ist das Ergebnis. Wir fangen heute mal mit dem Ergebnis an. Wenn du jetzt, also hier ist eine Geschichte, wo was aufbrechen darf mit dem Turm. Ja, der Turm ist hier nicht ganz kaputt in dem Deck, aber hier haben wir auch den Mond, der für Intuition für mich so ein bisschen steht. Und er ist aber hier schon am Bröckeln. Ja, er ist nicht so ganz stabil. Und bei dir in deinem Thema ist irgendwas nicht mehr stabil. Und es möchte was raus, es möchte was gelebt werden, hier mit dem Chariot auch. Aber du bist vielleicht im Moment noch nicht im Gleichgewicht. Du traust dich noch nicht mit der 8 der Gifte, also das ist die 8 der Kelche. Die liegen hier auf dem Friedhof. Und da ist noch was, was dich festhält, besonders auf der emotionalen Ebene, wo du noch nicht durchstarten kannst. Und du bist vielleicht auch noch ein bisschen hin und her gerissen. Und du solltest jetzt aber den Mut haben, wie dieser kleine Süße, ich weiß gar nicht, wer das ist, der hat den Mut, die Welt zu entdecken. Der möchte was Neues erleben, der hat Abenteuerlust, der versteckt sich vielleicht noch ein bisschen in seinem Bett, weil er sich noch nicht so ganz traut, aber er ist wissbegierig und er möchte das Leben spielen und abenteuerlich sein und er möchte auch das Leben lernen sozusagen. Ja, er ist ja auch so ein kleiner, noch ein kleiner Schüler und er ist ganz neugierig, ja. Und im Prinzip ist der Page der Präsent, wie heißt das jetzt, Geschenke auch, einer, der weiß, dass da schon eine Möglichkeit ist, dass da schon eine Basis ist, dass da schon was gesät wurde, ja. Und es ist auch schon was gesät worden hier mit der gruseligen, die hat aber eine geile Brille auf, mit der gruseligen Herrscherin. Die hat schon was gesät, die will schon ernten, bei der wächst, die ist ja Wachstum, die ist Geburt, die ist Empfängnis, Wachstum, was noch, Ernte natürlich auch. Also hier kann was entstehen bei dir. Aber erst wenn du aus diesem Turm hier rausgehst. Und wenn du nicht rausgehst, fällt er sowieso auseinander. Ja, also das sage ich immer wieder. Besser ist, du gehst raus, spielst mit dem Leben, spielst mit den Möglichkeiten und traust dich einfach loszugehen. Vielleicht weißt du aber auch noch nicht die Richtung. Die Richtung musst du vielleicht auch gar nicht wissen. Wichtig ist, dass du ausgeglichen bist, dass du dass du in der Balance bist, dass du einfach dass deine Rentiere nicht in die verschiedenen Richtungen fahren, sondern dass sie in eine Richtung fahren. Wichtig ist, dass du dich auf eine Richtung fokussierst. Welche, das ist jetzt erstmal wurscht. Du kannst spielen, du kannst lernen, du kannst das Leben auskosten, du kannst ausprobieren, du kannst auch mal auf die Schnauze fallen, aber daraus lernst du aus diesen kleinen Hindernissen, sag ich mal. Und er macht das. Er ist da ganz cool, ja, hier der Kleine.
Und es gilt jetzt wirklich das Emotionale, was dich noch festhält, was aber eigentlich keine Gültigkeit mehr hat. Was eigentlich so ein bitterer Geschmack ist, so ein elender Sumpf, sag ich mal, wie nenne ich es, so ein bisschen verfaultes ist das schon, ne? Und das darf gehen. Ja, brich deine Kruste auf, geh aus dem Turm, aus deiner Box raus. Und die Herausforderung ist tatsächlich hier mit diesem, ich weiß gar nicht, was das ist, eine Fledermausgeist, der geht auch los. Das ist auch der Page, genauso wie er. Der hat aber mehr Abenteuerlust und er ist ein bisschen mutiger als er. Er ist ein bisschen wissbegieriger, aber er ist einfach mutig und abenteuerlustig und er geht los. Er hat hier sein Licht und er fliegt los und guckt, was da ist, ja. Und das ist die Herausforderung, dass du dich im Moment noch nicht traust. Und der Weg ist, dass du jetzt rausgehen solltest aus deinem ganzen emotionalen und vielleicht auch aus deinem Kopfkino. Ich weiß nicht, ob du Kopfkino hast. Das wird hier nicht angezeigt, aber in deine Intuition gehst, weil in dir drin hast du das Wissen, welchen Weg du vielleicht auch gehen solltest. Ja, das ist der Weg. Spür in dich hinein, guck in dich hinein. Hier haben wir ja auch so ein bisschen das Licht. Ja, erinnert mich so ein bisschen an den Eremiten. Spür in dich hinein. Das darfst du ruhig noch in deiner Box auch tun. Und wenn du dann weißt, welchen Weg du gehen sollst oder was die Lösung ist für dein Thema oder was, wie auch immer, ich weiß ja nicht, was du für ein Thema, was du entwickeln möchtest, auswickeln möchtest, neu starten möchtest, dann kannst du losziehen. Ja, und du kannst dir die Richtung immer wieder ändern. Wichtig ist aber, dass du fokussiert bist. Ja, und dann wirst du auch irgendwann das Geschenk in Empfang nehmen dürfen. Ja. Und du darfst ruhig auch ein bisschen spielen damit, ein bisschen jonglieren. Es ist erstmal nicht wichtig, dich zu entscheiden. Es ist wichtig, das Ganze zu spielen. Aber indem du auch fokussiert bist und im Gleichgewicht. Und indem du das Alte auf alle Fälle auch hinter dir lässt und vor allen Dingen den Turm. Puh, so Baby, was machen wir denn jetzt? Ich finde, hier passt immer so gut. Das habe ich jetzt auch schon bei dem Liebesreading gemacht. Hier passt irgendwie das The Curious Creatures Tarot noch dazu. Das möchte ich auch noch mal. Möchte ich auch noch mal zwei, drei Karten legen. Jetzt sind mir das aber zu viele. Obwohl das war jetzt hier der König der Stäbe, der da noch war. Was haben wir denn? Ich glaube, die habe ich jetzt aber nicht richtig gemischt. Nicht, dass ich jetzt Karten habe. Naja, die wollten raus. Oh, wir haben sogar fünf. Ja, Baby, also, hier gibt es auf alle Fälle eine Vision. Ja, es gibt eine Vision, die du auch mit dem Pagen der Schwerter ganz klar und fokussiert mit ganz vielen Ideen umsetzen möchtest. Du hast bereits auch die Tools und die Meisterschaft, um das zu tun. Und ja, es gilt eigentlich nur noch vorwärts zu gehen. Dann kannst du auch letztendlich hier Erfolg haben mit dem Geschenk, was du da noch kriegst. Ja? Und der König der Stäbe könnte jetzt jemand sein, der dich dabei unterstützt. Ja, es könnte sein, dass da jemand ist, der dich unterstützt. Oder aber, dass du dann in deine Kraft kommst, wenn du rausgehst aus dem Turm. Ja, und dann kannst du das Ganze wirklich umsetzen hier mit ganz viel Esprit, ganz viel Ideen und mit dem, was du schon an Tools hast, ja, was du schon erlernt hast. Und das ist eine ganz tolle Legung. Also hier ist ganz viel Potenzial auf alle Fälle, ja. Ich weiß nicht, was legen wir denn jetzt noch? Ich habe so Lust, das habe ich hier schon lange nicht mehr gelegt, aber das passt nicht so gut hier dazu. Nee, dann nehmen wir noch ein paar Steinchen. Weil die Legung ist eigentlich ziemlich klar. Oder wir können noch das Muerte-Tarot auf Deck legen. Mal gucken, was wir hier haben. Das Ohr. Der Pfeil, das ist für mich hier das, ja. Die Sterne, da haben wir die Vision und der Apfel. Und das Ohr ist für mich so ein bisschen die Intuition hier, ja. Hör auf deine Intuition, Baby. Spür erst mal rein, hör auf dein Herz.
Hör auf dein Herz, mein Baby. Wir legen jetzt noch die La Muerte-Karten. Ich habe heute Lust, ganz viele Karten zu legen. Ganz viele Halloween-Karten. Vielleicht kriegen wir hier auch noch einen Input. Weil die ist jetzt gar nicht, hier ist gar nicht so viel. Na gut, du darfst dein altes, emotionales, träges, sumpfiges loslassen. Ach, die legen wir hier hin. Die brauchen wir bestimmt nachher noch. Wir haben hier die Nummer 24. Ich weiß nicht, was es ist. Ich muss immer gucken. Die 15. Das sieht mir nach Fruchtbarkeit aus mit dem Mond hier. Und wir haben die 26, hier geht es um die Arbeit. Und ich habe mir extra einen Spickzettel gemacht, weil das hier nämlich keine... der Flow ist das hier, die 24. Wow. Der Flow. Was haben wir hier? Die 15 ist die Muttergöttin der Erde, Mondgeburt und... Das letzte kann ich nicht mehr lesen. Ja, hier geht es ja auch um die Geburt, die gebiert was. Das ist so ein bisschen hier die Herrscherin auch. Also hier ist auf alle Fälle ein Riesenpotenzial, wirklich was Neues zu gebären, wenn du dich, wenn du auch gewillt bist, daran zu arbeiten hier. Du hast die Fähigkeiten, du hast die Tools, ja, haben wir ja hier schon. Und du solltest wirklich in den Flow gehen, weil das, was du in die Welt weben möchtest, was du als Aufmerksamkeit als Fokus in die Welt bringen möchtest, das wird dann auch passieren, ja, weil du daran arbeitest, ja. Und das ist auch so ein bisschen, ja, hier diese Legung eigentlich, diese Karten. Das sind nochmal diese Tarotkarten. Also leg das Alte weg, leg die alte, das alte, träge, sumpfige weg und geh aus deinem bröckelnden Turm und trau dich, das Neue zu entdecken und Neues wachsen zu lassen oder die Lösung zu finden, wenn es um eine Lösung geht, ja. Du hast die Tools, du hast die Ideen, du hast die Vision, hör auf dein Inneres, dann kennst du den Weg, dann kommst du ins Gleichgewicht und dann kannst du das alles regeln. Das sagen dir die Geister, das sagen dir die Geister, die Toten, der Nikolaus, wer noch, die Fledermäuse, der kleine Schnuffi hier, ne, alles gut. Okay, spür hinein, ob das deine Legung ist, ob du hiermit irgendwas anfangen kannst, ob dein Thema hierzu passt, was du reingegeben hast. Wenn nicht, wenn du gar keinen Input rausholen kannst, dann leg die Legung weg. Wenn du noch eine Frage hast, darfst du mich gerne fragen. Wenn du noch eine private Lesung haben möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne anschreiben. AndreaWürk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du all meine Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und ich mag es am liebsten, wenn man mich darüber anschreibt. Ist am unkompliziertesten. Ja, Baby, leg los. Shanghai, Halloween ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um das Alte auch loszulassen. Der Herbst ist sowieso immer ein wunderbarer Zeitpunkt, Altes loszulassen und Neues zu entwickeln. Das ist dann zwar erst im Frühling, aber das kannst du trotzdem schon tun. Okay, tschüss, danke fürs Mitmachen, alles Liebe. Hallo ihr Lieben vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Santa Muerte Tarot, passt natürlich jetzt auch super genial zum 31. Oktober, wobei du natürlich, wie gesagt, diese Legung jederzeit mitnehmen kannst. Es geht darum, was dir die Geister aus der anderen Welt, oder die Toten aus der anderen Welt oder wie auch immer zu sagen haben. Vielleicht ist da irgendwas, wo du dich noch nicht traust, wo du noch nicht weißt, soll ich das machen, nicht machen, wie ist die Lösung für ein Thema. Bring dein Thema rein, bring deine Situation rein und guck, ob du hier Input rausholen kannst. Spür genau hinein und wenn du Input rausholen kannst oder sogar komplett mit der Legung konform gehst, ist das genial. Wenn nicht, macht es auch nichts, dann legst du weg, weil das ist eine allgemeine Legung. Die kann ja eben nicht auf jeden zutreffen, ne? Okay, können hier noch ein bisschen rüber, weil ich ja gleich noch andere Karten wahrscheinlich ziehe. Wollen wir mal gucken, was haben wir hier als Hauptkarte? Oh, wir haben die 10 der Kelche. Wow, du kommst, guck mal, hier haben wir auch ein Herzhäuschen. Und hier geht es um das Herz, ja, wir haben hier so das Gerippe vom Herzen. Hier geht es um, dass du, ja, dass du eigentlich glücklich bist oder du könntest glücklich sein. Wir gucken mal, wie die Situation ist. Wir haben das Ass der Stäbe.
Und wir haben den Hanged Man. Und den finde ich hier sehr witzig, weil er nämlich irgendwie seinen Kopf verloren hat. Und sein Körper hängt hier im Wasser. Also du hängst gerade fest. Du glaubst, du hängst fest. Aber hier ist eine Riesenmöglichkeit, die auf dich zukommt, die du ergreifen solltest, um was umzusetzen. Und du bist vielleicht auch ein bisschen kopflos. Vielleicht bist du sehr im Kopfkino und hast und bist gar nicht mehr wirklich an deine, wie heißt denn das, Intuition hier angebunden, ja. Und es gilt jetzt so ein bisschen auch die Perspektive zu ändern und in dich hineinzuschauen, ja. Und hier mit der 7 der Stäbe und der 4 der Pentakel, die 7 der Stäbe ist hier wirklich interessant. Hier ist so ein bisschen auch der Herbst. Guck mal, hier sieht man auch noch so ein bisschen den Totenkopf. Und ich glaube, hier geht es darum, dass du immer noch an deinem Stand hier festhältst. Du hältst noch da fest an dem, wo du gerade stehst. Und deswegen stehst du still. Ja, du hältst noch an Sachen fest und dadurch bist du im Stillstand, erkennst nicht die Möglichkeiten, verteidigst vielleicht auch noch deine Situation, deinen Stand, dein Thema, dein ich weiß nicht was. Aber hier ist schon der Herbst, hier bröckelt schon alles. Es will eigentlich gar nicht mehr, die Situation will gar nicht mehr, dass du da stehst und dich verteidigst, sondern dass du dich bewegst, dass du rausgehst aus dem Gehängten, dass du rausgehst aus deiner Sicherheit und dass du auf dein Herz vielleicht auch hörst hier mit der 10 der Kelche. Wir haben ja hier das dicke, fette Herz. Und der Page der Stäbe, der ist hier total süß, der ist hier auf einer Schaukel, der will das Leben erkunden, er ist auch ein bisschen höher, er guckt so rum, was kann er machen, er hat auch einen Plan und er möchte raus aus der Situation, in der du gerade steckst, aber das steckt hier unten fest, ja. Du willst noch nicht, weil du noch nicht auf dein Herz hörst. Du solltest wirklich in dich hineinspüren, dann wirst du diesen Pagen in dir entdecken, vielleicht ist es auch dein inneres Kind, was hier sagt, also dein heiles inneres Kind, Baby, lass uns vorangehen, lass uns die Möglichkeit ergreifen, lass uns rausgehen aus unserem alten, aus der alten Situation, aus dem alten, weiß ich nicht, um was es geht, was du hier festhältst und das Leben erkunden. Wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, hier will was umgesetzt werden, ich habe auch schon den Plan. Ja, hier ist auch schon der Plan. Und guck mal hier, als Herausforderung ist es wirklich, die Koffer zu packen. Hier haben wir auch ein Herz. Hier haben wir eine Gitarre im Koffer. Also ganz viel Lebensfreude. Hier haben wir den Schmetterling. Hier geht es um die Transformation, um die Transzendenz. Und ich glaube, hier haben wir sogar noch ein Gewehr. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber hey, er geht los. Und das ist die Herausforderung. Du traust dich nicht loszugehen. Du hängst hier fest in deiner alten Situation, an deinem alten Ort. Vielleicht geht es hier um die Arbeit, vielleicht geht es um den Ortswechsel, vielleicht geht es um eine Beziehung, vielleicht geht es einfach um deine Bewusstwerdung, vielleicht geht es um eine ganz kleine Geschichte, aber du bist hier im Sicherheitsanker, du ankerst hier fest, verteidigst auch noch deine Situation, dein Ort oder was auch immer, wo du feststehst. Und fühlst dich vielleicht sogar auch als Opfer. Aber hey, du bist kein Opfer. Du bist nur Opfer von dir selbst, weil du dich nicht bewegst. Hier wird gesagt, eigentlich beweg dich. Beweg dich aus einer Situation, aus einem Thema, aus einem Ort, aus einer Arbeit, aus einer Beziehung, was auch immer, heraus. Du hast den Plan schon. Die Geister, die sagen dir, du hast den Plan. Und hör auf dein Herz. Wenn du auf dein Herz hörst, kannst du wirklich auch da ankommen, wo du dich wohlfühlst. Und die Santa Muerte, das ist ja geil, wir haben ja den Tod als Weg, die hat hier ihr Baby, die will ihr Baby gebären, ja. Also es darf wirklich, es geht was Altes bei dir zu Ende, was du freigeben darfst. Und dazu gilt es wirklich, die Perspektive zu ändern. Er hat ja auch hier die Perspektive geändert. Der Page, der ändert die Perspektive. Er sitzt auf der Schaukel und schaukelt ein bisschen rum und guckt sich um. Ja. Und wir haben die 7 der Kelche. Ja, und vielleicht bist du im Moment, guck mal, hier haben wir auch das Herz. Vielleicht bist du im Moment ein bisschen verwirrt. Du weißt nicht, wie du deinen Traum oder deine Vision oder was auch immer du hast, umsetzen sollst, weil du vielleicht auch einfach, ja, du weißt es nicht, du bist verwirrt. Ich möchte hier aber noch eine Karte.
Ich möchte hier noch eine Karte. Ja, Sechs der Schwerter. Wow, die ist ja cool. Ich glaube, die hatte ich noch nie. Hier geht es um die, um neue Fahrwasser. Ja. Das Angebot ist eigentlich schon da. Ja, du brauchst nur den Schrank zu öffnen und danach zu greifen. Auch wenn du glaubst, du weißt nicht, wie es aussieht oder was du tun sollst. Es ist da, nimm es dir einfach. Und dazu gilt es aber, die Sichtweise zu ändern. Also eigentlich ist das ja das Ergebnis. Im Ergebnis weißt du dann den Weg, welchen Weg du gehst oder wie du rauskommst aus deiner Situation, weil du dann dich geöffnet hast, weil du ja deine Perspektive geändert hast, weil du dich deinen Horizont geöffnet hast und dich getraut hast, loszugehen. Da kennst du dann den Weg und gehst ihn auch und du hast dir dann auch letztendlich, ja, dann weißt du auch letztendlich deine Vision oder das, was zu tun ist oder deinen Traum, ne? Das kannst du dann letztendlich verwirklichen, indem du tatsächlich losgehst. Aber das geht erst, wenn du dich traust, loszugehen, wenn du rausgehst aus deiner Situation, ja, wenn du deine Perspektive änderst, wenn du in dich hineinfühlst. Und dann fühlst du auch diesen Geist hier, ja, diesen Tod, dieses Skelett, dann spürst du das auch. Das ist vielleicht auch dein inneres Kind, was ein bisschen verhungert ist, weil du dich nicht um es kümmerst, weil du nicht dein heiles inneres Kind in dem Fall, weil du das nie fragst. Es möchte auch mal gefragt werden. Und es hat einen Plan, ja. Es hat einen Plan. Yeah. Ich möchte noch Zusatzkarten ziehen. Dann nehmen wir hier das Bix Tarot. Ich finde, das passt hier gut zu dem Totendeck. Das hat auch hier diese... Es sieht auch ein bisschen geisterhafter aus. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Input. Vielleicht kommen hier noch ein paar Aussagen. Ich will hier eine Karte raus. Nee, die hier noch. Ich glaube, es sind hier auch fünf. Naja, egal. Ich spiele so gern mit den Karten, deswegen ziehe ich immer so viele. Ich bin echt ein kleiner Kartenfetischist, glaube ich. So, wir haben hier die Welt. Wow. Wir haben ja nochmal den Narren. Wir haben hier die 10 der Stäbe. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe. Und wir haben die Königin der Pentakel. Also das kann alles wirklich super genial werden. Ja, wenn du bist vielleicht auch gerade überfordert. Ja, du bist vielleicht wirklich überfordert, weil du vor lauter Bäumen den Wald nicht siehst, weil du vielleicht auch so viele Möglichkeiten hast oder weil du noch vielen alten Ballast mit dir rumschleppst. Aus Sicherheitsgründen hier, ja, und du darfst dich von dem jetzt befreien, befreie dich, geh in die Leichtigkeit. Hier, guck mal, die Königin der Stäbe, die ist noch ein bisschen verrückter als der Page der Stäbe. Die hat den Mut und die hat die Lust und die hat den Spirit und die Inspiration, um wirklich die Dinge umzusetzen. Und er hat einen Plan, er weiß, er will den Plan umsetzen, er ist neugierig. Ja, also geh los, trau dich loszugehen. Lass das Alte hinter dir. Es will was Neues geboren werden. Hier, die Welt. Ja? Du kannst dann wirklich mit der Königin der Pentakel und der Welt kannst du eine ganz tolle neue Sache erschaffen. Oder das Ding lösen, um was es geht. Ja? Und du hast dann auch den Weitblick. Und du weißt dann auch, welches Gefäß du, also wie deine Vision aussieht, wie dein Traum aussieht. So, auch hier will ich noch das... Natürlich das La Muerte Orakeldeck legen, das ist ja logisch, weil, okay, oh, das hatten wir eben schon, den Flow, das weiß ich jetzt auch, dann haben wir hier die 18, das sieht mir auch so nach einem Brunnen und nach Kreativität aus oder so, und hier haben wir den Tod, würde ich sagen. Ich muss da immer gucken, weil die Karten haben keinen, ich kann mir das nicht merken, die haben keine Keywords, aber ich habe die mir hier aufgeschrieben. Wir haben die 24, das ist der Flow, das habe ich ja gerade schon gesagt. Die 18 Emotions und die 32 Santa Muerte, das ist die letzte Karte.
Und hier, ja, wir haben ja auch Santa Muerte jetzt. Das ist ja das Mexikanische oder Spanische, weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja auch am 31., glaube ich. Ja, hier darf was. Hier, sie ist wieder schwanger. Das ist die gleiche wie hier. Hier darf was Neues geboren werden. Wenn du in den Flow gehst, hier, das ist letztendlich auch hier die. Ach, hier ist ja noch eine Karte. Das ist letztendlich auch die 10 der Kelche. Ist auch im Flow sein, auf das Herz hören, im Flow sein, den Ballast ablegen, die im Emotionen sortieren. Geh raus aus irgendwelchen Emotionschaos und lass es fließen. Wenn du es fließen lässt, dann kannst du die Emotionen freigeben, die dich hier auch festhalten wahrscheinlich. Und wir haben die 11 noch, die hatte ich eben gar nicht gesehen. Da muss ich gerade noch mal gucken, Leute. Die 11 ist die Königin des Todes. Okay, hier geht es um die Erinnerungen und um die Symbiose von Körper und Materie. Das ist ja auch noch mal interessant. Ja, also das ist ja jetzt echt spannend, weil die hat, das ist eigentlich noch mal die Königin des Todes und hier geht es letztendlich darum zu erkennen, dass ohne den Tod kein Leben geschehen darf. Und letztendlich haben wir hier ja auch den Tod und hier auch den Tod. Also hier wird dreimal erzählt und zweimal den Flow, wenn du aus den alten Emotionen, aus dem alten Ballast rausgehst. Und hier haben wir ja auch den Flow letztendlich. Also hier wird wirklich gesagt, es geht was zu Ende und es muss was zu Ende gehen, damit was Neues geboren werden kann hier. Hier mit dem Ass ist ja auch was Neues. Und du bist jetzt eigentlich auch bereit, um aus deinem alten Sumpf hier, aus deinem alten, was du festhältst, aus deiner alten Sicherheit rauszugehen. Du bist bereit. Leg das Alte noch ab und geh los. Du hast den Plan, ja? Also wir haben hier drei Karten, die auf den Tod und auf die Neugeburt hinweisen. Und zwei und drei, die auf den Flow hinweisen und zwei, die darauf hinweisen, im Prinzip auch eher, dass du losgehen solltest, raus aus deiner alten, aus der alten vergammelten Sicherheitszone, sage ich jetzt mal böse, ja. Also es ist eine ganz tolle Legung. Das sagen dir die Geister. Geh raus aus deiner vergammelten Sicherheitszone. Lass das Alte beenden, sich beenden und nimm neue Perspektiven ein und dann wirst du und geh in den Flow und dann wirst du erkennen, wo der Weg hingeht und dann geh los. Du hast den Plan, du hast die Herausforderung, um es zu tun. Leg aber erst noch die 9 Stäbe hier weg. Lass dir nur einen übrig. Leg alles weg, was du nicht mehr brauchst. Sie ist ja auch die Erinnerung. Vielleicht sind da noch alte Geschichten, die du ablegen darfst, damit nur noch ein Stab übrig bleibt. Und das ist letztendlich das Ass. Das ist das, was du zum Umsetzen brauchst, ja. Sie hat ja auch hier einen Stab nur. Und er im Endeffekt hier mit dem Plan. Wow, spür hinein, ob das hier mit dir irgendwie konform geht. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, leg die Legung weg. Wenn du noch Fragen hast, frag mich. Wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann schreib mich an. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da ist meine Telefonnummer und meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und ich freue mich immer, wenn ihr mich über diese Apps anschreibt, weil das ist am unkompliziertesten, ne? Okay. Wow, leg los, Baby. Leg los, pack die Koffer, leg los. Dank dir fürs Mitmachen. Alles Liebe. Tschüss. So, ihr Lieben, vom dritten und letzten Stapel. Das ist jetzt das Ghost Tarot. Das ist ein bisschen ernster, obwohl es hat auch witzige Karten. Weil die ersten zwei Decks sind ja eigentlich eher lustig. Wollen wir mal gucken, was die Geister, die Monster, die Toten, die anderen Wesen aus der anderen Welt dir zu sagen haben. Was du vielleicht jetzt noch nicht siehst, was du nicht zulässt, wo du die Lösung noch nicht erkennst, wo du die Entwicklung noch nicht erkennst oder eben dich nicht traust, was auch immer. Wir gucken, was die Geister dir sagen wollen. Dieses Deck hat ja eine geisterhafte Darstellung und auch eine realistische. Und ich lese es dann oft so, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt so mache, dass ich ja das Geisterhafte als noch nicht da definiere. Und du spürst bitte hinein, ob du hier mit der Legung jetzt konform gehst oder nicht. Wenn nicht, dann leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Ne? Das muss ich immer wieder sagen.
Hier haben wir den König der Münzen. Wir haben eine Münze, hier möchte was materialisiert werden, aber du selbst bist da noch nicht anwesend. Das ist die Situation. Oh, die ist interessant. Ja, wir haben hier den Kelch im Wasser. Das ist die Liebe, das ist die Kreativität, das ist der Flow. Und du bist im Moment nicht im Flow. Du hast was eigentlich weggeschmissen. Eigentlich hörst du hier gerade nicht auf dein Herz. Du respektierst nicht, was dein Herz dir sagt oder was dir liebevoll entgegengebracht wird. Du schmeißt es einfach weg. Ja, und hier haben wir die Sechs der Stäbe, die sagt, das ist, du könntest in deiner Situation erfolgreich sein. Du hast eigentlich alles, um erfolgreich sein zu können. Du hast hier den Kelch, du hast hier die Materie, es ist in die Materie gewebt, aber du nimmst es nicht wahr oder du setzt es nicht um, sagen wir es mal so, ja, weil du bist selbst hier auch noch ein Geist. Wir haben die Königin der Münzen, das ist ja interessant. Und wir haben hier die drei der Münzen. Du bist dabei, im Moment in der irdischen Welt, bist du dabei, wirklich hier was wächst, zu nähren, sage ich mal. Du bist aber auch ein bisschen verletzt. Und im Hintergrund, die Geister oder auch dein Unterbewusstsein oder wie man es dann nennt, die arbeiten auch im Hintergrund, dass die Situation sich materialisiert. Hier ist was noch nicht materialisiert. Hier möchte was materialisiert sein, aber es ist noch nicht materialisiert. Und vielleicht geht es hier auch um eine Verbindung. Wir haben ja Königin und König von der gleichen Farbe. Oder aber es geht hier um den männlichen und weiblichen Aspekt. Wir haben hier die zwei der Schwerter. Wow. Die ist eigentlich in Frieden. Du bist aber, ja, du möchtest vielleicht, die Geister sagen dir, geh in den Frieden. Vielleicht ist es so, dass du im Moment, der König ist ja eher das Feuer oder manchmal auch die Luft und die Königin ist eher noch das Wasser. Du bist nicht im Flow. Du bist überhaupt nicht im Flow. Das sagt mir hier die Königin der Münzen. Und du hast im Moment auch nicht die Kraft, das Ganze umzusetzen. Vielleicht hast du auch nicht die Idee, um das Ganze umzusetzen, ja. Aber es ist schon da. Und du solltest jetzt, das sagen die Geister, versuchen, in deinen inneren Frieden zu kommen, dich zurückzunehmen und zu spüren, was schon da ist und was eigentlich umgesetzt werden möchte, weil du tust es gerade nicht. Hier haben wir als Herausforderung die vier der Stäbe. Wow, hier ist eigentlich alles schön. Als Weg haben wir die sieben der Stäbe. Die sieben der Kelche, sorry. Und als Wow, die drei der Kelche ist das Ergebnis. Als Ergebnis reichen dir eigentlich die Geister, die drei der Kelche. Also, dass du in den Flow kommst und dass das alles wirklich mit Freude gelebt werden kann in deiner Situation. Und im Prinzip ist die Herausforderung jetzt auch zu erkennen, dass du alles, dass alles da ist. Es ist alles da. Du brauchst eigentlich nur noch dich selbst in die Situation zu begeben, die da ist, und weiter dran zu arbeiten und die Dinge anzunehmen, die dir entgegengebracht werden letztendlich. Weil es ist schon alles da. Die Herausforderung ist zu erkennen, es ist schon alles da. Und der Weg ist zu erkennen, es ist schon alles da. Es ist schon alles da. Dein Traum ist eigentlich schon da. Deine Vision ist schon da. Du brauchst sie nur zu greifen. Und wenn du nicht weißt, welchen Kelch, dann nimm einfach alle. Ja, ist ja auch egal. Nimm alle. Ja, aber du greifst nicht danach. Es ist schon da, Baby. Greif danach. Die Tür ist offen. Dann kann es gut werden. Also in der Legung ist es so, dass die Geister dir sagen, Baby, es ist alles da. Es ist alles schon erschaffen. Du siehst es nur nicht. Du bist nicht in diesem, es ist schon materialisiert drin. Ja, du schwebst da selber wie ein Geist. Normalerweise ist es umgekehrt. Bei den anderen Legungen war es, glaube ich, eher umgekehrt, dass man gesagt hat,
Geisterhaft ist schon das und das da, aber du greifst es nicht. Aber hier ist schon alles da und du schwirrst dir wie ein Geist rum, weil du nicht weißt, was du zuerst machen sollst oder weil du das nicht erkennst, weil du dich nicht traust, es umzusetzen, wie auch immer. Also es ist echt eine krasse Legung. Ich will hier nochmal andere Karten legen und gucken, was hier noch gesagt wird. Also wenn es sich jetzt hier um eine Verbindung handelt, dann ist die Verbindung an sich stabil. Wenn wir jetzt mal von der Verbindung ausgehen, dann ist die Verbindung an sich stabil. Aber ja, da ist auch Liebe, da ist alles da, aber du siehst es nicht. Du wirfst es eigentlich weg. Du ehrst es nicht. Und wenn es sich nicht um eine Verbindung handelt, es ist jetzt egal, ob es eine Liebesverbindung ist oder nicht, dann ehrst du das auch nicht, was gerade da ist. Du bist irgendwie, ich weiß nicht, wo du bist, aber nicht in dem, was eigentlich da ist. So, was haben wir hier jetzt? Den Pagen der Schwerter, die Königin der Kelche, die Zehn der Schwerter und den König. Ja, mal nochmal König und Königin. Vielleicht ist es so, dass es hier wirklich um eine Verbindung, um eine Liebesgeschichte oder um eine Verbindung, kann ja auch Mutter-Sohn oder weiß ich nicht, Freundschaft sein. Wenn nicht, ist es so, dass du nicht auf dein Herz hörst. Ja, du hörst nicht auf dein Herz. Und hier möchte auch was gehen. Hier möchte was gehen, nämlich vielleicht, ja, ich glaube, hier ist ein Glaubensmuster. Hier ist eine Sichtweise, die gehen darf. Hier ist eine Sichtweise, die gehen darf. Du siehst die Dinge nicht. Erweitere deine Wahrnehmung. Es ist wichtig, dass du deine Wahrnehmung erweiterst und dein Herz öffnest. Wenn du dein Herz öffnest und deine Wahrnehmung erweiterst, dann siehst du, was du schon erschaffen hast, was schon da ist, was du noch weiterentwickeln kannst, was du dir einfach zu nehmen brauchst. Dann kannst du das Leben mit Freude genießen. Du öffnest gerade nicht die Augen. Und ja, und wie gesagt, wenn es um eine Verbindung geht, ist hier eine ganz kraftvolle Verbindung, wo auch Gefühle sind, Liebe oder was auch immer, die du nicht, das nimmst du nicht wahr, du schmeißt es weg. Das ist total krass, die Legung. Die Geister sind ein bisschen böse auf dich, glaube ich, weil du das nicht wahrnimmst. Ich nick jetzt hier, das passt nämlich auch gut, weil das auch so ein bisschen verschwommen ist und mystisch, das Vintage Wisdom Oracle, das habe ich ja auch schon lange nicht mehr verwendet. Und wir gucken mal, was die noch sagen. Das ist eher ein weibliches Deck. Aber vielleicht geht es hier ja auch um den weiblichen und männlichen Aspekt noch, der bei dir nicht harmonisch gelebt wird, der vielleicht verzerrt ist. Vielleicht guckst du da auch noch mal hin. Nicht jeder von euch wird es haben, aber bei vielen ist der weibliche und männliche Aspekt verzerrt und viele dürfen den einfach auch in die Heilung bringen. Und vielleicht möchte der tatsächlich auch in die Heilung gebracht werden hier Ritter der Kelche. Ja. Okay, es wollen vier raus. Ups. Vamos a ver, vamos a ver. Okay, wir haben die Gedanken, da komme ich gleich noch drauf. Die Liebe. Die Liebe fliegt hier. Die Liebe, Baby, die Liebe ist da. Die Liebe zu dir, die Liebe zu deinem weiblichen, männlichen Aspekt, die Liebe zu einem anderen Menschen, was auch immer du reinbringst. Wir haben ja den Schutzengel und wir haben New Beginnings. Hier, New Beginnings. Der Tod ist immer auch ein Neubeginn. Und der Schutzengel sagt mir, dass du geführt bist. Geh in den Flow, du bist geführt. Da ist ganz viel Liebe, die gelebt werden möchte. Geh in dein Herz, hier, geh in dein Herz, Baby. Du schmeißt dein Herz gerade weg, du schmeißt die Liebe weg, was auch immer, um was es geht. Und hier haben wir die Gedanken. Und hier geht es nicht um Gedankenkino, sondern hier geht es darum, friedlich zu sein, mit seinen Gedanken Frieden zu schließen. Das ist so ein bisschen auch die zwei der Stäbe, die zwei der Schwerter. Hier haben wir nämlich auch Tauben. Hier geht es darum, deine Gedanken, die du hast, ja, zu harmonisieren, ja, dass du kein Kopfkino hast, sondern dass du ganz friedlich denkst, dass du ha eigentlich harmonisch oder symbiotisch mit dem Herzen denkst. Wo haben wir denn die Liebe hier? Ja, darum geht es. Wir haben hier, ja, und dass du mit den friedlichen Gedanken, die du letztendlich dann hast, deinen Horizont öffnen kannst, alte Glaubensboxen zur Seite legen kannst und
die Idee rausbringen kannst oder die Lösung findest letztendlich für dein Thema, ja. Wow, das ist eine ganz tolle Legung. Ich kriege die Karten hier gar nicht alle drauf. Das ist schade. Ich lege jetzt nochmal hier die ein bisschen zur Seite, weil die nämlich auch total schön sind. Hier die Karten. Okay. Ich glaube, jetzt sieht man es so ein bisschen. So, das ist die Legung. Du spürst jetzt bitte hinein, ob du hiermit konform gehst. Wie gesagt, es können verschiedene Themen hier angesprochen sein, hatte ich ja gesagt, die Liebe, also die Liebesbeziehung, die normale Verbindung zu einem Menschen oder aber, dass bei dir was im Ungleichgewicht ist, dass du nicht auf dein Herz hörst. Und oder natürlich, weil wenn es um eine Liebesgeschichte geht, hörst du natürlich auch nicht auf dein Herz oder auf die Liebe, die da reinkommt. Ne? Also ich würde mal sagen, hier ist 50% Verbindung, Liebesgeschichte, Verbindung mit einem Menschen, 50%. Geht es darum, dass du eine Lösung nicht siehst oder eine Entwicklung nicht siehst und du es nicht erst, ja, und es einfach wegschmeißt, obwohl alles schon da ist. Es ist schon alles da. Du brauchst da nur nachzugreifen, ja, und in den Frieden zu kommen. Das sagen dir die Geister. Und die Geister spielen ein bisschen verrückt, weil du das nicht siehst. Ich spüre das so richtig. Okay. Spür hinein, ob es deine Legung ist. Wenn ja, dann ist es super. Wenn nein, dann leg sie weg. Wenn du, also vielleicht kannst du auch einfach nur Inspiration rausholen, aber wenn nein, leg sie weg, es ist eine allgemeine Legung. Wenn du noch Fragen hast, frag mich, wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann ruf mich, nicht ruf mich an. Nein, ruf mich an nicht. Schreib mich an. Nicht anrufen. Wo war ich jetzt? AndreaWirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, ja, aber auch meine ganzen Messenger-Apps und du darfst mir gerne eine Message schreiben über WhatsApp, Telegram, Signal oder Threema. Nicht anrufen. Ich gehe sowieso nicht ans Telefon. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe. Hier ist ganz, ganz viel drin. Ja, vor allen Dingen auch ein Neubeginn, wenn du das Alte freigibst und dich drauf einlässt und es siehst. Wow, hier ist eine ganz tolle Legung. Danke fürs Mitmachen. Alles Liebe. Tschüss. So, ihr Lieben vom vierten Stapel. Das ist jetzt das nagelneue Halloween Tarot. Ich habe jetzt noch gar nicht mit dem Deck gearbeitet, nur dass die Legung, die ich in dem Unboxing, was ich eben gemacht habe, gelegt habe. Ich habe es mir zwar jetzt noch mal ein bisschen in die Hände gehalten und geguckt, ob ich, ja, man sollte sich ja damit ein bisschen verbinden. Normal lege ich das dann immer noch auf meinen Nachttisch, ein, zwei Nächte und genau, kann ich jetzt nicht machen, weil das wird sonst zu knapp mit dem Filmchen hier. Wollen wir mal gucken, was die Karten uns jetzt zu sagen haben. Die Geister oder auch die Imps oder auch die Pumpkins. Was haben wir noch? Kobolde, Kürbisse, Geister und ich weiß es gar nicht mehr. Die Fledermäuse. Vielleicht haben uns ja auch die Fledermäuse was zu sagen. Das sind nämlich hier die Farben der einzelnen Suiten sozusagen, der einzelnen Farben. Also, ja, und du spürst bitte hinein, ob das deine Legung ist, wie immer, ne? Und ja, wenn es nicht deine Legung ist, wenn du gar nichts rausholen kannst, dann leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden treffen. Mach dir das bitte immer, immer wieder bewusst. So, mal gucken, ob man das jetzt hier sieht. Das ist ja eigentlich ein kleines Deck, müsste man ja eigentlich gut sehen können, wenn ich nicht wieder. Warte mal, kann noch einen Tick höher. Okay. So, schauen wir mal, was bei dir Thema ist. Wir haben die 7 der Fledermäuse. Oh. Da wollen wir mal weiter gucken. Wir haben die 7 der. Oh, wir haben hier lauter 7, ne? Die 7 der Kobolde und wir haben den Chariot. Da will ich aber dann gleich noch mal reinspüren. Das ist ja noch neu, das Deck. Genau, da mache ich dann kurz Stopp. Die 2 der Fledermäuse und das Ass der Kelche, beziehungsweise das Ass der Geister. Die Geister finde ich hier so süß. Und die 3 der, wir haben ja viele Fledermäuse. Vielleicht wollen euch auch die Mäuse was sagen. Die 3 der Kürbisse als Herausforderung. Die 6 der Geister, guck mal, wie süß die sind. Oh, als Weg und die 2 der
Kobolde, als Ergebnis. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich will hier dann noch eine legen. Aber ich spüre jetzt erstmal rein. Okay, also in der Legung geht es hauptsächlich jetzt darum, dass du aufgrund von einer. Du bist in der Moment nicht in der Balance, beziehungsweise vielleicht geht es hier auch um eine Entscheidung und weißt nicht, was du tun sollst. Oder traust dich vielleicht auch noch nicht, einen Weg zu gehen. Könnte auch sein. Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Und du bist hier noch im Schmerz. Du hast hier noch ein Drama. Was aber gar nicht mit dir zu tun, also was gar nicht mit der jetzigen Situation zu tun hat, sondern was damit zu tun hat, dass vielleicht mit alten Geschichten, wo du dich selber belügst und du noch nicht so deine wahren Fähigkeiten eigentlich kennst. Ja, du gehst gerade einen Weg in einer Situation, der so ein bisschen so ist, dass du gut bei wegkommen willst und du schleichst dich so von einer Sache zur anderen, belügst dich vielleicht, betrügst so ein bisschen noch die anderen, aber so jetzt nicht im richtig klassischen Sinne, sondern diese Notlügen vielleicht, weißt du, so, ne? Und schwindest dich so durch die Situation durch und damit tust du dir aber nichts Gutes. Weil, du zum einen nicht auf dein Herz hörst und zum anderen solltest du vielleicht sogar auch aus der Situation rausgehen, beziehungsweise die Situation aus deiner Integrität heraus meistern, was du gerade nicht tust, weil du hier noch mit alten Geschichten, also hier haben wir eigentlich auch eine Karte, die so ein bisschen auf Altes zeugt, aber es ist für mich auch die Seelenrufkarte und die lese ich jetzt doppelt, aber es hat hier noch einen Konflikt, den du hast, beziehungsweise eine Trauer oder eine tiefe, ja, so eine Geschichte, die dich da beeinflusst, dass du auch deine Talente einfach nicht, also deine wahre Größe sozusagen nicht zeigst in der Situation. Du zeigst nicht deine wahre Größe und du windest dich so irgendwie raus, weil du vielleicht auch deine Größe noch nicht kennst, weil du hier im tiefsten Inneren noch einen Schmerz hast, der, was weiß ich, woher kommen kann, aus der Kindheit oder aus anderen Leben, wenn du an sowas glaubst oder wie auch immer. Aber es geht jetzt eigentlich darum, deinen wahren Stand zu erkennen, dein wahres Ich und auch den Mut zu haben, in deiner Integrität, sage ich mal, vorwärts zu gehen. Und das ist hier auch das Ass der Kelche. Das ist für mich die Wahrheit leben, aus dem Herzen heraus leben. Und die Herausforderung ist jetzt wirklich, dass du integre handelst, nämlich da wird einer abgebildet hier, das ist für mich die Meisterschaftskarte. Da ist einer, dem macht es Freude an, etwas zu arbeiten, um daraus eben die Meisterschaft zu erlangen. Und das schaffst du im Moment nicht, dass du diese Situation, in der du bist, so handelst, dass es aus dir herauskommt, aus deiner Arbeit heraus, sei es, dass es jetzt um Bewusstseinsarbeit oder Seelenarbeit oder persönlicher Wegarbeit geht oder um eine tatsächliche Arbeit, ja, oder um ein tatsächliches Projekt, das kannst du jetzt selber entscheiden. Aber das erkennst du nicht, dass du dich wie so ein Geist, wenn wir jetzt bei den Geistern sind, durch die Situation windest und dadurch schadest du dir eigentlich. Im ersten Moment kann es sein, dass die Situation sich dann verbessert oder du gut dastehst, aber im zweiten Moment ist es eben nicht so. Und irgendwann wirst du komplett abkacken. Das ist immer so, wenn man nicht wahrheitsgetreu eine Situation meistert. Und dann wird alles ans Tageslicht kommen und dann wird es nicht gut werden. Und deswegen ist es gut, wenn du jetzt dich mal dieser Geschichte, die dich hier noch belastet, stellst und auf deine Seele hörst. Mal in dich hineinfühlst. Die Liebenden haben wir hier. Vielleicht ist es auch noch eine Geschichte, die mit einer Verbindung zu tun hat, die dich hier belastet. Hier oben will ich auch noch eine Karte. Und hier noch eine. Wow, hier haben wir nochmal den Wagen. Ich hatte ganz vergessen, hier die zwei der Imps nachzuschauen. Die wollte ich nämlich nachschauen, weil die hier ganz speziell ist. Mache ich jetzt gerade noch. Ja, also, wir haben hier die Liebenden und wir haben die sechs der Kelche. Und hier geht es wirklich um eine alte Geschichte,
die mit dem Herzen zu tun hat. Das muss jetzt nicht eine Liebesgeschichte sein. Es kann auch eine Eltern-Kind-Geschichte sein oder eine Freundschaftsgeschichte, die dir hier noch zu Schmerzen bereitet. Irgendwas, was mit dem Herzen, was eben dein Herz gebrochen hat, ja. Das, was in der Vergangenheit liegt. Hier haben wir jetzt wirklich die Vergangenheit mit der Sechs der Kelche. Und die Sechs der Geister ist für mich so ein bisschen der Seelenruf. Das ist der Weg. Hör auf deine Seele, hör auf das, was deine Seele sagt. Und mit der Fünf der Kelche, lass das Alte hinter dir. Hier ist was, was eben ganz toll ist. Ja, hier ist ein toll gedeckter Tisch. Das siehst du noch nicht. Also hör auf deine Seele, dann wirst du erkennen, wie kraftvoll du eigentlich bist und was du dir schon erschaffen hast und was du jetzt noch weiterentwickeln kannst, wenn du losgehst, wenn du den Mut hast und wenn du klar bist. Du solltest auch klar sein. Der König der Schwerter ist ein Klarer, der weiß genau, um was es geht. Er hat das innere Wissen und er formuliert es auch. Und das ist der Weg, nach innen zu gehen, zu gucken, was dein Herz dir sagt. Das Alte wirklich auch freizugeben, nachdem du dir es nochmal angeguckt hast, und auf deine Seele, auf dein Herz zu hören und zusammen mit dem reinen Verstand das Ding halt zu leben, deine Integrität zu leben sozusagen. Und je nachdem, um was es geht, das weiterzuentwickeln in der Situation, in der du bist, ja. Und wir haben ja nochmal den Wagen übrigens hier, die ist übrigens total süß in dem Hexentarot hier. Und den haben wir hier ja auch mit dem, ich weiß gar nicht, wer das ist. Da ist so ein Pumpkin drin, so ein, ja, und es gilt jetzt wirklich loszugehen, aber nicht jetzt irgendwie so unbedacht, sondern wirklich bedacht aus dem Herzen heraus, aus dem Gleichgewicht heraus auch und sich für einen Weg auch zu entscheiden, ja, weil du bist ja hier an einer Entscheidung scheinbar auch. Wir haben hier ja mehrere Karten, die auch hier haben wir auch die zwei der Imps zum Beispiel. Auch die Liebenden ist eine Entscheidungskarte. Vielleicht geht es ja bei dir auch sogar um eine Entscheidung. Und hier bei diesen zwei der Kobolden ist es so, du hast dann als Ergebnis, bist du dann integre und kannst auch eben, hier sind nämlich zwei Kobolde, die miteinander kämpfen und hier ist sozusagen jemand, der die beiden, der den Streit sozusagen, schlichtet, so eine Art Schiedsrichter. Und da kannst du dann hinkommen, dass du die Situation dann handeln kannst. Und wenn es aus zwei verschiedenen Komponenten besteht, wo du dich vielleicht entscheiden musst oder einfach wo zwei Komponenten da sind, kann ja auch sein, dann wirst du das managen können. Und dann bist du auch im Gleichgewicht und kannst dann tatsächlich auch den Weg gehen, der für dich jetzt der richtige ist. Und vor allen Dingen eben auch einen integren Weg, ja. Es geht jetzt wirklich, der Weg geht in deine Integrität, in deine Wahrheit, in deine Wahrhaftigkeit. Weil hier belügst du dich, hier belügst du die anderen und dich selbst innerhalb von einer Situation, weil das der einfachere Weg ist. Aber letztendlich ist es der, der dir später viel mehr Stolpersteine gibt, weil du dann irgendwann hinfällst und dann kommt alles raus. Also hör auf dein Herz, das sagen dir die Geister. Vor allen Dingen die Fledermäuse sagen dir, sei ehrlich. Sei ehrlich hier mit deinem alten Schmerz, guck ihn dir an und eiere nicht wie so ein Geist durch diese Situation hindurch, sondern zeig dich, sei integre. Zeig dich in deiner Wahrhaftigkeit. Du hast die Tools. Du kannst das. Du bist wer. Du kannst das. Du kannst die Situation meistern. Hier als Ergebnis hast du es ja, dass du es meistern kannst. Wenn du den Mut hast und auf dein Herz und deine Seele hörst und klaren Geistes bist, hier bist du ja nicht so klar, hier bist du ein bisschen verworren. Versuch in deinen reinen Geist zu gehen und raus aus diesen schmutzigen Geist, sage ich jetzt mal, ja. Jetzt legen wir aber noch das Santa Muerte Tarot. Wir haben hier hinten ja noch so viel Platz. Können wir noch zwei, drei Karten legen. Ich finde, das passt jetzt auch gut zum Halloween, zu dieser Legung. Haben wir hier? Weiß ich nicht, was es ist. Ich lese die Karten nicht verkehrt um. Ich habe die, glaube ich, auch verkehrt um in der Hand. Ich weiß es nicht. Also, wir haben ja den Tod. Ja, wir haben ja den Tod bzw. die Geburt. Die 25 ist die Geburt. Die 10 ist, oh, das ist aber einer, der nicht so, ich muss mal gerade auf den Zettel gucken,
weil ich habe, hier sind ja keine Titel angegeben. Jetzt habe ich mir hier einen König des Todes und des Lebens nach dem Leben. Herrscher der tiefsten Unterwelt. Oh, da muss ich gleich mal reinspüren. Aber daraus kann was Neues geboren werden. Er ist ja der Tod letztendlich, der tiefsten Unterwelt. Und wir haben ja so ein bisschen Unterwelt mit dem alten Thema, was du hier hast. Und er ist aber auch der Herrscher des Lebens. Das heißt, hier haben wir die Geburt. Ja, mit der 25 ist, glaube ich, die Geburt. Nämlich die Geburt des Todes, des Santa Muerte. Ja, die Geburt. Und wir haben hier die Feier. Das ist der Tag des Santa Muerte, glaube ich. Oh, ich halte viel zu niedrig. Sorry, Leute. Also, hier wird nochmal ganz klar gesagt, beende diese Geschichte. Beende diesen Selbstbetrug und den Betrug an dich, an den anderen. Erkenne dein wahres Potenzial, deine Wahrheit, dein inneres Sein innerhalb der Situation und gebäre dich neu. Ja, mit der Geburt. Und dann kannst du das Leben feiern. Dann bist du integre. Dann kannst du dich überall aufmachen hier mit der Hexe. Ja, dann weißt du auch den Weg letztendlich. Den weißt du ja jetzt gar nicht. Ja, das ist die Legung. Das sagen dir die Geister, beziehungsweise die Fledermäuse, beziehungsweise die Kürbisse, beziehungsweise die Hexen. Genau, also. Du bist letztendlich im Moment selbst der Geist in deiner Legung. Ja, du eierst, du geisterst so in der Situation herum und versuchst das Beste draus zu machen, schaffst es aber nicht. Ne? Das ist die Quintessenz. Ja, spür hinein, ob du hier mit der Legung konform gehst. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, leg sie weg. Und es ist eine allgemeine Legung, die kann ja nicht auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, dann frag mich. Wenn du noch eine private Lesung haben möchtest, dann schreib mich an. AndreaWürk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer und meine ganzen Messenger-Apps. Und du darfst mich gerne über eins von diesen Apps dann anschreiben. Das wäre WhatsApp, Telegram, Signal und Threema, genau. Ist mir auch am liebsten so, ne? Okay. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Und ja, verwandle dich vom Geist sozusagen in eine integre Person, in einen integren Menschen, würde ich jetzt fast sagen. Tschüss.